Mr. Beast übertreibt komplett eine 500.000 für irgendein Abenteuer, oder? $1 gegen 500.000 Dollar Erlebnisse. Er macht immer wieder neue Ausflüge für mehr und mehr Geld, bis er bei den 500.000 Dollar angekommen ist. Schnappt ihr was zu essen? Kaffee in der Hand. Bitte gebt euch mal den Anfang. Worauf steht der überhaupt? Wie ein Erlebnis im Wert von einer. Das ist doch übel CGI. Da steckt so viel Arbeit drin. Ne? Also egal, was man über Mr. Beast sagt, er verdient das, Digga. Wie crazy ist das eigentlich? Dass das auf Deutsch ist, Mann. What the fuck? Wenn ich jetzt in den USA wäre, würde ich das auf Englisch sehen, das Video. Ich verspreche euch, es wird euch umhauen. Was würdest du für 500.000 Dollar machen? Ich habe keine Ahnung, Digga. Ich habe noch nie so viel Geld gehabt. In diesem Video werdet ihr herausfinden, warum es eine 250.000 kostet, das Weltall zu simulieren. Also erst dachte ich ja, 500.000 für Mr. Beast ist ja Peanuts, Digga. Aber der macht ja so viele Ausflüge. Will ich mal, das Ding kostet 250.000. Ey, wie cool wäre das, sowas mal zu machen. Und warum es 50.000 Dollar kostet, um tief in die Meere abzutauchen. Böser Titanic U-Boot Vince Income. Nein, Scherz, machen wir nicht. Ich sag's, wie es ist. Ich würde kein Geld bezahlen, um unter das Wasser zu tauchen. Dazu kommen all die anderen Sachen, die wir ausprobieren. War der gerade da am Südpol, Digga? Ich stehe hier oben auf dem höchsten Baum der Welt! Und natürlich auch das günstigste Erlebnis, das ich finden konnte. Ich reite auf einem Kamel. Aber ganz ehrlich, scheißegal, wie viel Geld man ausgibt, man braucht die richtigen Leute dabei. Dann ist das immer cool eigentlich. Aber kein Kamel reiten, das ist Tierquälerei, Alter. Darf ich auf das Kamel für $1? $1, 2 Minuten. Deal, das ist ein tolles $1-Erlebnis. Er hat ein bisschen vergessen zu sagen, dass man auch eventuell $2000 braucht, um da hinzukommen, wo man Kamele reiten kann. Gut festhalten. Was? Wieso gut festhalten? Oh mein Gott. Ich wollte hier in Ägypten Kamele reiten, aber die waren zu teuer. Deshalb machen wir die Pyramiden nachher digital rein. Yo, die sind wunderschön. Alleine die GoPros auf den... Ich bin im Himmel. Tja, $1 waren 2 Minuten und die sind jetzt rum. Und jetzt lasst uns im Himmel essen gehen. Für 10.000... Alter... $10.000. So teuer ist so ein Flug. Dollar kann man 900 Meter in der Luft sein. Zusammen mit einer Köchin, die einen Heißluftballon zur Küche macht. 10.000 Euro für ein Essen im Heißluftballon. Erstmal, ich würde niemals in einen Heißluftballon steigen, glaube ich. Ey, viel zu viel Angst vor. Und zweitens, Digga, was macht die zu essen, dass das 10.000 Euro kostet? Wie gesagt, ist das etwas höher, als ich erwartet hatte. So, Digga, so ein Ding ist das. So wäre ich. Aber das ist nicht irgendein Essen 900 Meter in der Höhe. Ich wollte gerade sagen. Diese Sterneköchin nutzt nämlich nur die Flamme des Ballons selbst, um das Essen für ihre Gäste zu kochen. Ja, übertreib. Das ist unser nächster Gang. Okay, das ist cool, aber Bro, 10.000? Fisch essen, der mit dem Feuer des Ballons gekocht wurde. Oh, danke. Oh mein Gott, das ist unglaublich. Seht, wie schön es da unten aussieht. Wir haben beim Essen so eine tolle Aussicht. Wann kommt ein Fisch mal so hoch hinaus? Wenn du 10 Riesen extra hast und ein Mädchen beeindrucken willst, empfehle ich das hier. Ja, okay, ich glaube, da kriegst du wahrscheinlich jede Frau, Mann, was auch immer du da überzeugen willst da oben. Aber... Ey, 10.000 Euro. Pass auf, wir schweifen kurz weg. Was kostet eine Heißluftballonfahrt? Einzelticket, guck mal, er war mit 3 Leuten da oben. Minigruppe, statt 209. Sagen wir 600 Euro. Sagen wir sogar 1.000er kostet die Fahrt. Dann zahlt er $9.000 fürs Essen. Nee, so gut kann das Essen nicht sein. Einzelne der 10 Gourmetgänge war phänomenal. Wie viele 10? Jeder einzelne der 10 Gourmetgänge war phänomenal. Aber eine Frage brannte mir noch auf der Zunge. Als Michelin-Sterneköchin, wie denkst du über Feastables? Sehr ausgewogen. Und ich mag vor allem den Crunch der Schokolade. Von einer Sterneköchin im Hot Take. Ich habe immer noch die Schokolade von Mr. Beast oben in meiner Schublade von der Polaris. Finde ich jetzt nicht so geil, aber ich mag Schokolade allgemein nicht so. Also meine Wertung würde ich da nicht zählen. Als nächstes das Erlebnis für 50.000. Chandler und Carl haben keine Ahnung. Okay, was macht man für $50.000? Was haltet ihr von der Yacht? Sie ist wunderschön, echt hübsch. Ja. Denkst du, sie kostet 50.000 pro Tag? Nein. Okay. Seht mal dorthin. Wir machen einen Ausflug mit einem U-Boot. Seid ihr bereit, den Meeresboden zu erkunden? Yeah! Okay, dann los. Yo, einfach in den Atlantik gesprungen. Das sah ziemlich cool aus, die Werbung. Ich bin so ein Opfer. Ey, ich wäre gerne mal so für eine Woche oder so reich wie der. Denn wenn Geld wirklich gar keine Rolle spielt, alleine 50 Mille für so eine U-Boot-Fahrt, Alter. Erkunden wir den Meeresboden. Super. Okay. Der Hammer. Oh, ich kann schon Fische sehen, da, und wir sind nicht mal abgetaucht. Da ist ein Barracuda. Wollt ihr den Meeresboden berühren? Können wir alles machen. Wir haben dieses ganze U-Boot nur für uns und können machen, was wir wollen. Es sieht schon unfassbar cool da drin aus, ne? Zwar alles. Außer verunglücken. Das ist verboten. Okay. Um sichherzugehen, dass wir hier unten gut eingefangen werden, haben wir Taucher dafür bezahlt, dem U-Boot zu folgen. Das no ist gut. Way. Guck mal, Digga. Übertrieben, Digga. Stell mal vor, du bist Taucher und Mr. Beast ruft dich an und sagt, ich hab einen Job für dich. Ich gehe in ein U-Boot und du tauchst uns hinterher und filmst uns. Reden wir mit ihnen. Da ist ein Hai. Flippt aus, okay? Volle Kanne ausflippen.
Reingelegt. Was ein Assi, Digga. Sind Tarek und Nolan auf einer 50.000 Dollar Safari in Afrika. Wir wollen mehr coole Kreaturen hier unten sehen als die beiden an Land. Spoiler werden wir auch. Das ist der Wahnsinn. Okay, finden wir den König der Löwen. Wir fahren nicht nach Hause, bis wir einen Löwen gesehen haben. Ey, Mr. Beast, suchst du noch Freunde oder so? Bin ich dir ehrlich, Digga? Er schickt einfach zwei Kollegen auf eine 50.000 Dollar Safari. Das ist ein Ausflug. Das ist einmal 50.000 Euro, Junge. 50.000 Euro! Digga, das verdient kaum einer im Jahr und er ballert da einfach zwei Ausflüge. Ja, ja. Damit wir mehr Content haben, gehen meine Freunde noch woanders hin. Guck mal, wir haben jetzt schon 10.000, den Dollar zählen wir mal nicht. 110.000 Euro hat er schon für das Ding ausgegeben, jetzt zu sehen. Ohne Flugkosten, ohne diese, wahrscheinlich die Taucher nebendran und so ein Co. Ein Warzenschwein! Oh, das ist Bumba! Bumba! Machst ihm Angst! Oh, machst ihm Tut Angst. Mir leid, ich sollte nicht schreien. Sorry, Tarek. Zebras! Zebras sehen so aus, als würden sie schmecken. Wäre ich ein Löwe, würde ich nur Zebras essen. So saftig. Was? Die 50.000 sind das wert. Ja, das sind die 50.000 von Jimmy wert. Genau, das sind die 50.000 von Jimmy wert. Das wäre so... So, Digga, komm, Mr. Beast, wenn du jemanden brauchst für ein Video, ich küsse dein Herz, sag Bescheid, Digga. Ah, was wäre, wenn das kein Schiff, sondern ein U-Boot wäre? Dann würden wir es mit hoch... Wow, sieht mal, wie nah wir an den Felsen sind. Wow. Sollten wir so nah dran sein? Ja, ja. Okay. Wir waren nicht die Einzigen, die sich aus nächster Nähe ein Bild machen konnten. Zebras, wo geht ihr hin? Einfach eine Giraffe. Geht zurück. Tarek, mach aus einer Mücke keinen Elefant. Das sind zwei Mücken. Ach da, sie sind so nah. Sie sind sehr nah. Oh, das ist zu nah. Aber wozu? Wir wurden von einem Elefanten angegriffen. Oh mein Gott. Digga, das muss so, das ist so verrückt. Ne? Ich weiß nicht, wie cool das ist für die Tiere. Das sieht ja sehr groß aus. Ich weiß nicht, ob das so ein Reservoir ist oder ob es in der Wildnis wirklich Geld ist. Geld macht nicht glücklich, ne? Hot Take. Das ist überkrass. Das ist mein Dad. Das ist mein Dad. Was ein Ehrenmann. Wie cooler als ein U-Boot. Lieber das hier als ein Fisch. Mein Herz hämmert richtig heftig in meiner Brust, Leute. Das muss so krass sein. Das muss so verrückt sein. Auch dieser U-Boot-Ausflug muss so crazy sein. $1000-Erlebnis. Als nächstes kommt noch etwas so viel Besseres. Das hier war nichts im Vergleich zu der für $250.000 simulierten Schwerelosigkeit. Diese Firma fliegt dich hoch und geht dann in den Sturzflug, wodurch man in dem Flugzeug schwerelos wird. $250.000. Digga, 18.000 Euro mehr und du zahlst einfach fucking Höchststeuersatz in Deutschland. Bro, what the fuck? Aber das ist eine Sache, das muss so unnormal geil sein. Aber ich hätte ein bisschen Angst wegen diesem Sturzflug, bin ich euch ehrlich. $250.000-Erlebnis startet jetzt. Wow! Oh mein Gott! Was ist los? Oh mein Gott! Oh! Ich schwebe! Da lang! Oh, 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 das war der Wahnsinn! Oh mein Gott, ist das krass. Beim nächsten Mal machen wir ein Rennen auf die andere Seite. Schwerelosigkeit an. Ich will das so gerne machen. Also, was ich mich frage, ist das mäßig ein Placement? Dieses Video haben 60 Millionen Menschen gesehen. Ich sag euch, wie es ist, ne? Ich wollte immer schon viel Geld haben, weil es macht einfach entspannt, ne? Also, wenn du Geld hast, bist du entspannt. Aber so viel Geld, dann kannst du alles machen. Ich weiß nicht, ob es irgendwann langweilig wird. Aber, Digga, guckt euch das mal an. Ich stell mal vor, du nimmst deine Jungs. Komm mit. Wir fliegen mit einem fucking Jet und sind schwerelos. Oh, das sieht so nach CGI aus. Anscheinend kann man schwerelos nicht so gut rennen. Zum Glück hatte Karl eine bessere Idee. Ich teste einen Laubbläser. Ey, wie geil, Mann. Oh mein Gott. Und vor dem nächsten Sturzflug gleich versuchen wir etwas von Mr. Beast Lab Swarms herzustellen. Bereit? Ja! Wow. Okay, Nolan, lass uns welche machen. Ich habe das beste Spielzeug der Welt kreiert. Füllt Mr. nur Lab etwas Wasser Swarm. In ein Reagenzglas, schüttelt es und findet heraus, welchen Swarm ihr bekommen habt. Ich spritze dich mit Wasser voll. Gib mir was. Ja, immerhin. Könnt ihr über 119 Swarms sammeln. Swarms könnt ihr als Fünferteam im Doppelpack oder einzeln kaufen. Digga, was macht der eigentlich nicht? Burger, Schokolade, Spielzeug. Irgendwie muss die Kohle ja reinkommen für die Videos, ne? Aber Alter. Attacke! Oh, oh. Einfach ein Chokeslam. Keine Ahnung, wie das $500.000-Erlebnis das hier übertreffen will. Aber finden wir es raus. Und nachdem wir nur für dieses Video... So, wir sind bei 360.000 Euro. Sind wir jetzt beim 500.000-Dollar-Erlebnis? Der verrückteste Ausblick überhaupt. Meine Freunde und ich werden schon bald herausfinden, was man mit einer 500.000 Dollar in der wohl luxuriösesten Metropole der Welt erlebt. Dubai. Dubai. Eine Stadt, die aus der Wüste entstand und zum Vergnügen gehört. Steht dieser Bogen da wirklich? Und am Ende dieses Videos werde ich eine... Ohne Zaun, ne? Ich würde auf dem Boden liegen und mich krabbelnd bewegen. ...der wenigen Menschen in der Geschichte sein, die auf dem höchsten Gebäude der Welt stehen.
Wir haben alles gegeben. Das ist doch nicht echt, das ist CGI, Digga. Wird euch umhauen. Geben wir Gas und haben Spaß. Warum sind wir hier? Nachdem wir wieder von diesem 150 Meter hohen Bilderrahmen runter waren... Steht doch nicht wirklich so ein 150 Meter Bilderrahmen, oder? ...bin zu diesem schlossartigen Hotel gefahren. Ich habe zu wenig Geld, um das beurteilen zu können. Ich war noch nie in Dubai. Hatte ich auch nicht vor, aber ich glaube, man fliegt ja durch Dubai, über Dubai ganz oft, wenn man so nach Asien möchte, oder? Das ist verrückt. Was in unserem Garten? Die ersten beiden Etagen dieses Hotelzimmers sind wunderschön. Aber das Coolste ist die dritte, yeah, die komplett unter Wasser liegt. What the fuck? Einfach ein Taucher. Stell mal vor, du bist da am Bumsen, Digga. Willkommen in Atlantis. Wir lieben euch alle. Außer dich, Karl. Stell mal vor, du bist einfach in dieser Freundesgruppe und wirst einfach so gemobbt. Da sind über 80 Haie in diesem Becken. Krank. Und wir werden später sogar mit ihnen schwimmen. Und die Kirsche auf dem Sahnehäubchen ist, wir gehen nachher noch skydiven. Niemals. Oder? Links hatte ja schon gar keinen Bock im Heißluftballon, ne? Ich fühle das. Aber fürs Feeling würde ich echt gerne mal Fallschirm springen. Junge, das 500.000 Dollar Erlebnis ist wahrscheinlich das heftigste Placement, was er jemals hatte. Das geht 10 Minuten, Alter. Hunderte Meter aus der Luft herunterfallen. Mach dir keine Sorgen, wir fahren erstmal Formel 1 Wagen. Ja. Wo ginge das besser als im Dubai Autodrome? Hier stehen einige der schnellsten Autos der ganzen Stadt. Schnappt euch das Auto, das ihr wollt. Fahren wir. Ich habe einige der bekanntesten lokalen... Ich bin mal, weil ich einer der besten Verkäufer war, irgendwie über 3 Monate eingeladen worden zu so einem RS8 fahren. Da durften wir alleine fahren, das war schon krass. Und einmal sind wir mit einem Profi-Rennfahrer gefahren. Digga, war das crazy. Das war ja so unangenehm. Also es war schon ziemlich cool, aber ich hatte so Angst. Mit diesen Supercars austoben können. Lasst uns Spaß haben. Die sind so schnell! Und das ist nur die erste von vielen Erfahrungen, die wir hier machen werden. Wir fangen erst an. Bereit zum Rasen. Wir überrunden gleich jemanden. Wir holen auf. Oh nein, Timmy, nein! Nein! Jetzt fahr schon, Oma! Ich glaube nicht, dass meine Mutter es gut findet, dass ich rase. Ja. Wenn sie wollte, könnte sie nicht langsamer fahren. Das ist illegal, okay? Wirklich, das ist echt illegal. Während wir so getan haben, als wären wir Rennfahrer, hat Karl sich darauf vorbereitet, einen echten Formel-1-Rennwagen zu fahren. Ach du Scheiße, Digga, das muss so heftig sein. Also Formel 1, die fahren ja gefühlt 100 Runden, wenn nicht sogar mehr. Ey, die sind so auf Spannung die ganze Zeit. Ich bin schon schnell, ich bin mit diesem Bugatti gefahren mit 1001 PS, aber nur auf einem Parkplatz. Ich hatte so Respekt vor dieser PS-Anzahl. Sieht so cool aus, packen wir es an. Erstmal abgesoffen. Oh mein Gott! Ich war rein. Das sieht doch nicht echt aus, sei mal ehrlich. Das sieht so CGI aus. Das sieht so CGI-mäßig aus. Das ist der beste Tag meines Lebens! Für das, was wir hierfür zahlen, dürfen wir diesen brandneuen Lamborghini behalten. Und das will ich auskosten. Oh, falls ihr neugierig seid, dieses Teil hier ist schnell. Fahren wir zu einem NBA-Spiel den ganzen Weg nach Abu Dhabi. Aber ehrlich gesagt mag ich es nicht, in einem Sportwagen rumzufahren. Außerdem, wir finden keinen Parkplatz. Hi. Also suche ich jemanden, dem ich das Ding schenken kann. Guckt jemand... Halt's Maul, als ob er jetzt in dem Video einen scheiß Lamborghini verschenkt. Von euch den Mr. Beast Channel? Ja. Hier steht abonniert. Willst du diesen Lamborghini? Mir ist es lieber, wenn jemand anderes ihn kriegt. Was? War das ein Traum? Halt dein... Ja, okay, wenn er wirklich so reich ist. Entschuldigung, Security, können Sie herkommen? Oh, er hat abonniert. Kann ich dir den Lambo geben? Ja, bitte. Ja, bitte. Das ist offiziell dein Lamborghini. Und aus diesem Grund solltet ihr mich abonnieren. Ihr wollt doch kein Lambo verpassen. Bro, der hat gerade dem Security. Ich gönne ihm das vom Herzen, ne? Aber wo ist mein Lambo? Das ist so crazy. Hey Jungs, was macht ihr? Wir haben Karten am Feldrand. Ich komm hier nicht raus. Viel Spaß. Ich bin so glücklich. Alleine, dass der Erste, den ich angenommen habe, der Erste hat den Lamborghini nicht angenommen. Er musste gucken, dass er den los wird. Ah, was zum Fick? Ohne Lamborghini kann ich bei einem Profi-Basketballspiel am Spielfeldrand sitzen. Willkommen! Yo! Das ist dann aber so eine Sache, ich glaube... Der hat keinen Spaß bei solchen Events mehr. Allerdings war ich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, Fotos zu machen. Das meine ich aber nicht. Danach konnte ich Steve Harvey sagen. Oh. Schön, dich kennenzulernen. Geiler Typ, finde ich mega cool, den Moderator. Gut. Und danach Russell Westbrook. Na, wie geht's denn? Keine Ahnung, wer das und ist. Da wir noch Erlebnisse im Wert von 200.000 Dollar übrig hatten, ging es als nächstes zu... Waren erst 300 Mille, die er ausgegeben hat. ...einem riesigen Wasserpark. Und hingen irgendwie. Diese Toilettenrutschen müssen so lustig sein. Du bist wohl das Alpha-Tier. Das machen Alpha-Tiere. Und weil das nicht genug war? Ich befinde mich jetzt in einem riesigen Becken mit 80 Haien und Stachelrochen. Guten Tag. Hey, hey, komm zurück. Ich rede mit dir. Yes, was leid dir? Boah, weiß ich nicht. Stachelrochen? Schwieriges Thema. Wow. Entschuldigen Sie. Das war Jochen der Rochen. Ich bin Aquaman, König der Haie. Ich befehle euch, dass ihr Haie ihn beißt und nicht mich. Okay?
Los, greif Karl an! Ich bin euer Anführer! Attacke! Er sollte nicht existieren! Die haben einen Sauerstoffschlauch rausgezogen. Bevor mich dieser Typ zu Fischfutter verarbeitet, essen wir lieber selbst in einem Restaurant. Direkt aus der Zukunft. Hallo zusammen. Jimmy, du sitzt hier. Was ist das, Jimmy? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie in einem Restaurant so weit weg von meinen Freunden gegessen. Meine Herren, bereiten Sie sich auf diese einzigartige Erfahrung vor. Oh. Oh. Wir starten mit der ersten Vorspeise. Essen Sie es mit einem Biss. Prösterchen. Prösterchen. Was, wenn ich es nicht mag? Ist es gut? Es ist der Wahnsinn. Der ganze Teller nur für einen Happen? Okay. Was ist das für ein Star-Wars-Shit-Restaurant? What the fuck? Mal einmal Butter bei die Fische, ne? Digga, das Video ist so fernab von jeglicher Realität, Digga. Das, was die da machen, können 0,1% auf der gesamten Welt sich leisten, Digga. Das ist so verrückt. Ich gönn's denen wirklich. Ne, Mr. Beast ist eine Maschine, der hat durchgezogen. Geschäftsmann durch und durch. Hasseln wie nichts Gutes, Digga. Das ist krank. Das ist einfach krank. Was geht hier vor? Oh, oh. Wow. Das ist wie eine Call of Duty-Mission. Die haben einfach in diesem Video mehr erlebt, als die meisten im gesamten Leben erleben werden. Werde ich gehackt? Ich dachte, das wäre ein Restaurant und kein Kino. Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Dieses 9-Gänge-Menü wird begleitet durch visuelle 360-Grad-Effekte, die sich je nach Gericht verändern. Yo! Oh, warte, kann man... Oh, es reagiert auf Berührung. 9-Gänge-Menü. Jungs, wir verteidigen den Planeten. Ich bin erstaunlich schlecht daran. Aber obwohl der Raum erstaunlich war, waren es die einmaligen Gerichte und Getränke, die das Erlebnis wirklich einzigartig machten. Berührt das. Es reagiert auf uns. Wir durften 9 köstliche Gänge mit fangfrischen Meeresfrüchten probieren. Oh mein Gott! Ein goldener Wagyu-Burger. Schmeckt's dir? Oh ja. Sogar Channel. Ich hab dieses Blattgold-Ding noch nie verstanden, ne? Das ist einfach auch so, okay, scheiß auf Geld. Sie haben sogar einen letzten Gang nur für uns kreiert. Das bin ich nicht. Oh, das bin ich nicht. Na dann, auf zu den nächsten Erfahrungen. Bevor ich im wahrsten Sinne des Wortes vom Himmel falle und das höchste Gebäude der Welt erklimme, muss ich nur noch meine Höhenangst an einem in der Luft schwebenden Pool testen. Diese Aussicht. Oh, Digga, er hat einfach ein Dortmund-Trikot an. Auch noch ein uraltes mit Kontinentale noch drauf. Das habe ich auch noch, Digga. Mit Collar hinten drauf. Oh mein Gott. Ist das abgefahren, Leute? Was auch immer ihr seht, die Realität ist 1000-mal krasser. Und wie krass. Von diesem 360-Grad-Infinity-Pool in über 180 Metern Höhe hat man einen atemberaubenden Blick auf. Seid mal ehrlich, würdet ihr euch trauen, in einem 380-Meter-Infinity-Pool zu schwimmen? Weil unter euch, ihr seid zwar im Wasser, aber unter euch ist Glas. Ihr seht einfach, ihr könnt nach unten gucken. Die Insel hinter mir ist von Menschenhand geschaffen. Bro! Ist da kein Zaun oder so an dem Pool? Digga, du kannst da doch easy runterfallen. What the fuck? Schieben wir den Schlingel über die Kante. Oh, heilige Moku. Guckt euch das an. Ist das nicht der Wahnsinn? Wir sind über Dubai. Okay, Jungs. Boah, ich krieg einen Krampf beim Video schon. Man kracht einfach auf die Erde. Nein, du krachst auf diese künstliche Insel. Oh Gott, ich hab Angst. Schnallt euch an. Was ihr gleich erleben werdet, hätte ich in meinem ganzen Leben nicht erwartet. Alles Verrückte. Wer macht sowas freiwillig? Aber was wäre ein Video über Erlebnisse, ohne den Versuch, mich einer meiner größten Ängste zu stellen? Vom Himmel falsch zu fallen. Ladet das Video hoch, selbst wenn ich draufgehe. Jetzt wird's ernst. Ich habe Familie. Bereit zum Start. Es wird ernst. Oh, Digga, ich hätte so Schiss, Mann. Dubai krank, also verrückt. Was da, ich komme aus dem Staunen gar nicht raus bei diesem Video. Mr. Beast macht so unnormal crazy Content. Wir fliegen los. Ja, ich weiß. Glauben, dass wir das machen, Alter. Das ist verrückt. Werden wir draufgehen? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Flughöhe 3000 Meter. Das ist so hoch. Bin noch nicht so weit. Jimmy? Nee, Alter. Los, komm schon. Du springst zuerst. Jimmy, ich hab's mir anders überlegt. Ja, wir drehen uns. We're spinning, Alter. Ew. Ich hab Angst, die Jungs zum Sterben. Oh mein Gott, Digga, das muss so cool sein. Ne? Guck mal sein Gesicht, ey, ich hätte auch so Angst, ne, aber boah, das muss so geil sein. Oh mein Gott, es ist fürchterlich. Ich werde es nicht tun. Nein, er springt wirklich nicht raus. Du hast Angst? Ja, wir sind ziemlich hoch. Das ist meine größte Angst überhaupt, aber ich hab's vor euch getan. Ich bin nicht tot, ich lebe. Ich bin dir ehrlich, ne, ich würde da, glaube ich, erstmal eine Minute liegen bleiben auf dem Fußboden. Ist er denn gar nicht gesprungen? Chandler. Chandler ist entweder nicht gesprungen oder irgendwo aufgeklatscht. Tut mir leid, Jimmy, ich mach das nicht. Gut, dass ich Chandler nicht gebeten habe, mich bei der größten Erfahrung dieses Videos zu begleiten. Denn hinter mir steht der Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. Und um dieses Erlebnis abzurunden, werde ich dort ganz oben stehen. Der erste Schritt um die Spitze dieses 820 Meter hohen Gebäudes. 820, das ist so hoch. Gebäudes zu erreichen besteht darin, eine Reihe von Aufzügen über 160 Stockwerke zu nehmen. Aber für die restlichen 270 Meter hatte ich keine Wahl, als selbst nach oben zu klettern.
Dieses Ding ist hoch. Das sind viele Leitern. Puh. Ich habe unterschätzt, wie hart es ist, sich nach oben zu kämpfen. Aber selbst... Das Ding ist, du musst ja auch wieder runtergehen. Bis nach einer Stunde im Wolkenkratzer konnte ich noch nicht an den Wolken kratzen. Ich dachte, ich sei endlich ganz oben. Aber es ist noch eine Menge übrig. Ach, das Ding Kacke. Ist unendlich hoch. Stufe für Stufe habe ich mich gefragt, ob ich das wirklich durchziehen will. Hauptsache, er hat ein Jacko-Jackett an, Digga. Sakko, Nike-Jogger. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Hoffentlich ist es bald vorbei. Das klingt nach Nein. Aber trotz all dieser Anstrengungen erinnerte ich mich daran, dass dies meine Chance war, einer der wenigen Menschen zu werden, die jemals auf dem höchsten Gebäude der Welt stehen werden. Weiß ich nicht, weil da oben, ich würde da so hängen. Ja, hilf mir! Was, ey, da, ich könnte mich nicht bewegen, Digga. Kein Zurück mehr gab. Na gut, ziel gerade. Da drinnen ist ja cool, weil du siehst ja nichts um dich herum, ne? Aber da oben muss das so schlimm sein. Ich hab's geschafft! Ich stehe wirklich auf dem höchsten Gebäude der Welt! Das ist der Hammer! Boah. Nenn ich mal hoch. Digga, das zieht durch... Oh, das ist fürchterlich. Boah, das zieht durch den ganzen Körper. Ich hätte nicht nach unten sehen sollen, ich habe Angst. Bruder, halt dich fest! Oh. Diese Welt schmecken am Boden viel besser, weil ich dort nicht kurz vor der Ohnmacht bin. Ich habe total Höhenangst. Ich stelle fest, dass es mir Spaß macht, mich meinen Ängsten zu stellen. Ich lerne dabei viel über mich selbst und... Das sieht so CGI nach CGI aus, aber ich glaube, es ist echt. Es ist flache Erde und so, ne? Aber es ist Fischeis. Es ist so gottlos hoch. Fast so gottlos hoch, wie die Leute, die meine Videos gucken, aber nicht abonniert. King of Überland. Verlasst doch auch mal eure Komfortzone. Ja, macht mal etwas Außergewöhnliches. Oder gib mir eine 500.000. Ich mach genau den Tag, den du hattest. Es wird euch Spaß machen und ihr lernt euch besser kennen. Ich bin ehrlich, für eine 500.000, ich würde das nicht. Also, wenn mir das bezahlt wird, ja, ich würde das Geld sofort irgendwie anlegen. Ich hoffe, ihr konntet schön euer Essen genießen. Erstmal abonnieren, für den Fall, dass ich den mal treffe. Also, ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Video noch sagen soll, außer, kein Plan.